Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Tag 2 und leider auch schon im letzten Tag der Tolino Story Days. Falls ihr mich hier gestern schon gesehen habt, wir waren sehr, sehr lange noch da. Ich hatte einige Kaffee. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid fit für den zweiten Tag. Uns erwarten super spannende Acts, uns erwarten Workshops und alles Mögliche. Und da ich euch nicht alleine vorstellen möchte, was uns hier genau alles erwartet, habe ich mir tatkräftige Unterstützung wiedergeholt. Ihr kennt sie auch schon von gestern. Und zwar die liebe Stefanie. Guten Morgen. Komm gerne mal zu mir. Schön, dass du da bist. Ja. Wie geht's dir? Bist du einigermaßen fit? Ich bin fit, auch wenn ich nicht so viel geschlafen habe. Mhm. Denn auch wenn das gestern irgendwann vorbei gewesen ist, hat man ja noch viel über das, was gelesen und gesprochen wurde, nachgedacht. Also da hatte man echt so schöne Geschichten dann noch im Kopf, die einen dann so ein bisschen länger noch im Bett begleitet haben. Und so geht's heute weiter und da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall, ja. Ich freue mich auch schon riesig. Wir haben super spannende Acts. Gestern konntest du nicht so wirklich ein Highlight nennen. Hast du heute eins? Ach ja, also es ist wirklich schwierig, sich da eins rauszupicken. Aber auch da das große Finale mit Sebastian Fitzek, dem fiebere ich schon entgegen und auch im Chat. Den habe ich ja auch heute wieder gut im Blick. Habe ich gestern schon rausgelesen, da freuen sich sehr viele drauf. Aber auch auf das, was uns rund um Tolino heute begleiten wird. Das war ja auch ein Wunschslot, der vergeben wurde. Und auch die Zwerge kommen heute zu uns mit Markus Heitz. Und das ist ein Highlight von mir, aber auch von ganz vielen von euch. Genau, also wenn ich jetzt suchen müsste, wäre es bei mir tatsächlich auch vermutlich die Zwerge, weil ich schon weiß, was Markus Heitz und ich geplant haben und der Schreibworkshop, weil ich den geben darf. Darauf freue ich mich sehr. Und wir haben heute auch wieder einige Gewinnspiele. Wir hatten ja gestern schon ein sehr, sehr spannendes mit Cornelia Funke. Magst du uns da vielleicht nicht spoilern, aber so ein bisschen verraten, was uns erwartet? Ja, nahezu jeder Session haben wir nämlich eine Verlosung. Wir verlosen nämlich immer 3 Storyboxen. Dazu wird es eine Gewinnspielfrage geben, die wirst du uns vortragen. Mhm. Und ich habe die tolle Aufgabe, die Gewinner dann auszulosen oder die Gewinnerinnen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Die Storyboxen sind mit einigen Überraschungen gefüllt und auch mit Überraschungen, die eventuell was mit Tolino zu tun haben könnten. Vielleicht. Das hatte Julia ja gestern schon so ein bisschen angeteasert. Ich weiß, was drin ist und ich kann nur sagen, es lohnt sich, aktiv zu sein. Und alle Zuschauer können heute auch wieder sehr aktiv sein. Wie genau können sie denn heute teilnehmen? Genau, also ihr könnt fleißig im Chat dabei sein, ihr könnt uns hier im Hauptstream, im Talkstream die ganze Zeit begleiten. Mhm. Ihr könnt aber auch den Audio-Sessions folgen und zum Beispiel dir, Annabelle, in die Workshops. Das ist also ein volles Programm und keine Angst, wenn ihr euch denkt, oh, das klingt aber beides so gut. Keine Sorge, wir haben eine Mediathek, auf die habt ihr dann nachträglich noch Zugriff. Genau, darauf hätte auch so ein bisschen meine nächste Frage aufgebaut. Wir haben gestern ja schon kurz erklärt, wie ihr so zu den Dingen findet. Magst du dazu noch kurz was sagen für alle, die zuschauen? Genau, also ihr, die ihr uns jetzt hier im Livestream seht, ihr habt unter dem Fenster so ein kleines Programm, das läuft den ganzen Tag über mit und da könnt ihr sehen, was steht denn als nächstes an, wofür interessiere ich mich besonders und wo möchte ich vielleicht auch live an den Autoren oder die Autorin meine Fragen loswerden, dann entscheidet euch am besten dafür. Einfach raufklicken und direkt zoomen bei den Workshops oder eben zu unseren Audio-Sessions. Genau, und alle, die an Workshops teilnehmen, den Einladungslink habt ihr in euren E-Mails, sonst schaut da nochmal nach, da müsstet ihr ihn auf jeden Fall finden und könnt dann teilnehmen. Und gestern war der Chat ja ziemlich aktiv. Ja. Ich hoffe, ihr seid heute auch wieder so fit. Was waren denn so deine Highlights der Reaktionen gestern? Ich konnte ja leider nicht mitlesen, deswegen bin ich auf dich angewiesen. Ja, also ich bin sehr froh gewesen, dass wir, wie gesagt, nicht alleine waren mit unseren kuscheligen Outfits. Also da haben sich das alle recht gemütlich gemacht, weil es wurde ja auch lang, es hat sich angeboten. Und was ich sehr schön fand, dass viele unserer Autorinnen gestern dann im Chat mit aktiv geworden sind. Wir hatten natürlich nicht die Zeit, alle eure Fragen live zu beantworten, aber die Autorinnen waren da echt fleißig und sind in Austausch gegangen mit euch, aber ihr auch untereinander. Und das fand ich so schön zu beobachten, wie da der Austausch stattgefunden hat. Und ich hoffe, das geht heute genauso weiter. Ich hoffe auch. Also auf jeden Fall auch so eine schöne Community-Aktion irgendwie. Absolut, ja. Also das, was ich jetzt so ohne wirklich mitzulesen mitbekommen habe. Und wie gut war bitte Arnos Schlafanzug? Ja, also da bin ich immer noch so ein bisschen traurig, dass das eine Spezialanfertigung nur für Arno Strobel ist. Mhm. Ich hätte gerne unter dem Weihnachtsbaum genau dieses Exemplar. Vielleicht müssen wir ihn dann noch so ein bisschen belatschern. Vielleicht können wir ihn dann noch einen aus den Rippen leiern. Aber das wäre auf jeden Fall auch so eins meiner Highlights gewesen. Also wie sich unsere Autorinnen auch hier involviert haben, das ist richtig toll. Auf jeden Fall. Heute nicht im Schlafanzug, heute bleiben wir anders wach. Und ja, danke, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Ich darf dich jetzt quasi ins Bett schicken. Ja, du kannst dich erholen im Gegensatz zu mir. Machst du gemütlich. Das ist heute mein Platz. Genau, lies ein bisschen den Chat.
Ja, und wir machen natürlich aber direkt weiter. Oh, man sieht es sogar noch schön im Hintergrund. Mach's dir gemütlich. Genau, und zwar sind wir hier bei den Tolino Story Days und es wäre natürlich alles nicht ohne Tolino möglich. Und deswegen wollen wir auch uns ein bisschen die Geschichte von Tolino anhören. Ich besitze meinen ersten Tolino seit, ich glaube jetzt auch schon so 6 Jahren, so als ich so in die Buchbranche gestartet bin. Auch bei einem Gewinnspiel witzigerweise gewonnen und so kam ich zu Tolino. Aber es gibt natürlich wesentlich mehr E-Reader, über die ich mich auch noch nicht so, bei denen ich mich nicht so gut auskenne. Bei denen mir aber Mitarbeiter von Tolino und Mitarbeiterinnen natürlich Rede und Antwort stehen können. Und ja, Tolino gibt es jetzt schon seit 8 Jahren. Ich bin also relativ kurz nach der Gründung sogar schon dazugekommen. Und ich möchte mit jemandem sprechen, der die Tolino-Familie ja so besser kennt als jeder andere sozusagen. Und zwar die liebe Julia, die ja auch schon kennt. Hallo. Ich habe ja gerade so ein bisschen erzählt, wie ich zu Tolino kam, und zwar durch ein Gewinnspiel. Bei dir sah das vermutlich anders aus, nehme ich an. Ja, bei mir war es tatsächlich ein kleines bisschen anders. Mhm. Ich bin jetzt seit circa 3 Jahren, im Dezember sind es 3 Jahre bei Tolino. Und für die, die es nicht wissen, ich bin da verantwortlich für die gesamte Außenkommunikation. Also ich bin die PR-Referentin von Tolino, kümmere mich um Social Media, um euch, um die Community und natürlich um alles, was uns noch irgendwie nach außen geht. Aber wie ich zu Tolino gekommen bin, das war eigentlich, wie man es so kennt, also ich wollte unbedingt in die Buchbranche, hatte schon immer ein Faible auch fürs E-Reading und als ich das dann gesehen habe, war es so, ja, da will ich hin und nirgendwo anders. Und du hast jetzt gerade gemeint, du bist in der PR, wie genau kann man sich das denn vorstellen? Du hast ja hier auf jeden Fall wahrscheinlich auch viel mitgearbeitet und mitorganisiert, was genau sind deine Aufgaben? Wenn meine Eltern mir diese Frage stellen, denke ich mir auch mal so, okay. Wie erkläre ich euch das jetzt? Ich weiß schon mal, was das Internet ist, aber vielleicht bist du schon mal einen Schritt weiter. Es ist wirklich ganz, ganz vielschichtig, was ich mache. Also klar, zum einen Presseanfragen beantworten, für die Journalisten Ansprechpartner sein. Also wenn wir einen Produktlaunch haben, dann bin ich dafür zuständig, die Pressemitteilungen zu verfassen, Pressekonferenzen auf die Beine zu stellen, generell den Launch kommunikativ zu begleiten. Und unabhängig vom Launch ist es halt wirklich... Was kann ich machen, damit Tolino bekannt wird bei den Menschen, die für uns halt unsere Leser und Leserinnen sind, unsere Nutzer und Nutzerinnen? Und das ist so ziemlich meine Aufgabe. Das erstreckt sich dann natürlich über verschiedenste Möglichkeiten, sei es jetzt in Artikeln im Print und online oder Social Media wirklich ganz, ganz viel oder eben Veranstaltungen wie heute. Also, ja, meintest du ja gerade so der Community-Gedanke und wie macht man genau. Tolino publik? Das ist ja dafür eigentlich sehr geeignet. Das Mikro wurde verdeckt, vermutlich sehr gut. Und ich habe gerade eben erwähnt, Tolino gibt es jetzt seit 8 Jahren. Was war so der Gründungsgedanke dahinter? Also Tolino ist ein Zusammenschluss der großen deutschen Buchhändler, also mit Thalia, Weltbild, Hugendubel. Und als es vor 8 Jahren gegründet wurde, waren auch noch Club Bertelsmann und die Telekom dabei. Und der Gedanke war so, wir möchten auch in Deutschland halt das digitale Lesen fördern und bekannt machen. Und da haben sich dann halt die Gründungsmitglieder zusammengesetzt. Das war im Frühjahr 2012 tatsächlich schon, dass erste Gespräche stattgefunden haben. Und Mitte 2012 war es dann schon, dass man sagen konnte, ja, wir können tatsächlich anfangen, uns über Produkte Gedanken zu machen. Mhm. Und dann ging das alles irgendwie Schlag auf Schlag. Nicht mal ein Jahr später, im März 2013, gab es dann nicht nur die Tolino Allianz, sondern auch das erste Produkt, unseren Schein 1, der bis heute tatsächlich sogar noch sehr viel genutzt wird. Mhm. Also, kommen dafür noch Updates raus? Sonst ist das doch immer so, dass das... Ja, der Schein 1 ist da so ein bisschen die Ausnahme. Okay, aber, sehr gut. Also. Es ist trotzdem... von vielen, die ihn noch haben, wirklich ein Herzensgerät. Und das finde ich so schön. Sehr langlebig, auch ja, total. Und du hast jetzt gerade erzählt, du bist vor 3 Jahren eingestiegen. Tolino gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Hast du das vorher als Leserin irgendwie wahrgenommen? Wie hast du das genutzt? Ja, ich habe tatsächlich damals in einem Fernstudium, bin ich das erste Mal mit Tolino in Kontakt gekommen, weil ich halt viel digital lesen musste, die ganzen Studienhefte, die ich bekommen habe und so weiter. Und das war so dann, da habe ich das erstmal mit einem Schein 1 auch in Berührung gekommen und habe dann halt gemerkt, wie praktisch es ist, auf dem Tolino wirklich markieren können, speichern können, Lesezeichen setzen, all das, was man im Studium halt wirklich braucht und nicht dann irgendwie diesen großen Packen Studienhefte mit sich rumschleppen und genau. Und danach ging es dann halt wirklich direkt auch ins Lesen rein. Also es war dann so, der Sprung war kein großer zwischen Studienheft und
dann halt dem ersten Roman, den ich dann jetzt als E-Book gelesen habe. Mhm, aber auch total spannend. Und man kriegt es ja, also ich bin ja jetzt, kenne euch ja schon von den Messen vor allem, da haben wir uns ja dann auch besser kennengelernt. Und ich bin ja jetzt aber auch hier und lerne so ein paar Leute noch von Tolino kennen, die ich nicht kannte. Und ihr habt so einen sehr, fast schon familiären Umgang eigentlich und auch einen sehr neckischen Umgangston, was ich sehr mag. Wie ist das beruflich bei euch? Wie eng steht ihr da? Wie arbeitet ihr zusammen? Wie läuft das alles ab? Also wir sind wirklich, wie du schon sagst, es ist gerade bei uns Tolino-Mitarbeitern ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Und wir arbeiten ja auch viel mit den Buchhändlern und den Kolleginnen und Kollegen bei den Buchhändlern zusammen. Also es gibt zwar so ein paar Leute, die haben wirklich nur Tolino in ihrem Berufsbezeichnung stehen, aber wir sind halt viel, viel mehr. Also wir haben wirklich aus jedem Gründungspartner gibt es Buchhändler, die uns operativ bei den Themen unterstützen. Jetzt gerade heute ist auch hier jemand hier vor Ort. Also das ist wirklich... wir arbeiten alle Hand in Hand und es ist wirklich, es klingt immer so banal, wenn ich sage, es ist eine Allianz, aber es ist wirklich eine Allianz. Also es ist total schön. Ja, nee, so nehme ich es auch wahr. Und wer einmal bei den Messeabenden dabei war, weiß auch, was gemeint ist. Und du hast jetzt eben schon so ein bisschen erwähnt, dass ihr auch Dinge für die Community tut. Gibt es denn so eine Tolino-Leser-Community? Kann man sowas sagen? Ich meine, im Chat sind ja super viele Leute aktiv, also offensichtlich sind da Menschen da. Wie funktioniert das mit der Community-Building bei euch? Also es ist... den größten Schritt habe ich gesehen, als wir dann unseren Instagram-Kanal aufgemacht haben. Und da habe ich so gemerkt, okay, innerhalb kürzester Zeit sind die Followerzahlen gestiegen und alle haben sich gefreut, dass wir da sind und jetzt mit uns in Kontakt treten können. Und für uns ist es auch so schön, dass wir wirklich sagen können, ja klar, hier, taggt uns, wir teilen eure Beiträge. Ich hatte auch sehr lange Zeit den Follower-Monday im Instagram, wo ich dann geguckt habe, okay, welche vier Bilder passen so voll schön zusammen und kann ich in der Story reposten. Und das ist so, ich versuche wirklich die Community auch was zurückzugeben, im Kleinen wie im Großen dann. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass es diese Tolino-Community gibt und das wirklich... echte Liebe von eurer Seite herrscht. Ja, ich weiß noch, als du den Kanal ins Leben gerufen hast, noch gar nicht so lange her, so Corona macht die Zeit kaputt, ich glaube so 2 Jahre, ein Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, so um den Dreh. Und ich weiß noch, du hast mir geschrieben, du hast ihn gegründet, ich gucke so 2 Tage später, weil ich WhatsApp-Nachrichten zu spät lese und es waren schon über 1000 Follower. Ja, das ging das ist wahnsinnig schnell gewesen. Das ist wirklich. Ja wirklich eigentlich ungewöhnlich, also offensichtlich ist ja auch das Interesse da. Und was macht ihr denn jetzt aber, um so eine Community zu aktivieren? Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel hier dieses Festival auf jeden Fall, das ist ein super schönes Event, aber ja, wie kann man als Community in Kontakt treten? Was können jetzt auch Zuschauer tun, die noch kein Teil der Community sind oder sich noch nicht so fühlen? Was gibt es da alles für Aktionen? Also es gibt verschiedene Wege. Jetzt sind ein natürlich klar, wenn wir bei Instagram bleiben, wenn ihr gerade einen schönen Lesemoment habt, teilt ihn mit uns. Das ist wirklich, ich freue mich immer, das zu sehen. Und es ist immer, es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Und das ist der einfachste Weg mitzumachen. Ansonsten hatten wir ja auch dieses Jahr beispielsweise eine Aktion, bei der du sehr stark involviert hast, unsere Tolino Markenbotschafter-Aktion. Da haben wir auch die Community aufgerufen über Social Media, ob sie nicht Lust hatten, für Tolino ihr Gesicht, also das Tolino-Gesicht zu sein, jetzt für eine gewisse Zeit. Und da hatten wir ja Glück, dass du auch Interesse hattest. Aber wir haben auch so viele schöne Community-Anfragen bekommen. Und das sieht man jetzt auf unseren Kanälen und auch auf unserer Website. Das sind echte Community, Tolino-Community-Menschen. Und es ist total schön, was da zusammengekommen ist. Und vor allem die Sachen, ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt, falls ihr mal bei Thalia oder Hugendubel dem Netz wart, schreibt es gerne mal in den Chat. Da hängen jetzt ein paar Bilder, habe ich gesehen, an so Plakaten, aber es sind auch Flyer, liegen dort aus. Da gibt es ja meistens bei Hugendubel diese Plastikvorrichtungen, in denen irgendwelche Leseproben drin sind. Also schreibt gerne mal, ob ihr das schon entdeckt habt. Ich wurde nämlich ein paar Mal auf Instagram getaggt und habe mich dann sehr gefreut, dass es halt auch wahrgenommen wird tatsächlich, dass da so ein paar Gesichter aus der Buchbranche auch sind. Ja, gibt es denn noch irgendwas, was ihr geplant habt? Ich meine, es ist fies zu fragen. Wir sitzen noch mitten im Event, was ihr gerade organisiert habt. Annabelle ist heiß. Heiß auf mehr Events. Genau. Nee, ich glaube, weil es ja auch gestern einfach super gut ankam, gibt es denn noch irgendwelche Dinge, auf die sich alle Zuschauer freuen können? Ja, also jetzt ganz akut dieses Jahr wird es noch ein paar kleine Instagram-Livestreams geben, wo ihr natürlich dazu kommen dürft, sehr, sehr gerne. Bei einem bist du ja auch wieder dabei. Da reden wir ein bisschen über eben unsere Tolino Markenbotschafter-Aktion. Da stellen wir auch unsere Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen vor. Und das sind so die kleinen Sachen, die halt dieses Jahr noch kommen. Nächstes Jahr wird es natürlich ganz, ganz viele neue Aktionen geben. Wer weiß, wie es läuft. Vielleicht auch Tolino Story Days Teil 2. Aber das sind so die kleinen Sachen, die dieses Jahr auf jeden Fall noch anstehen. Es muss ein Teil 2 geben, weil ich gestern eröffnet habe mit Willkommen zu den ersten Tolino Story Days und dachte, dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Ja, ich habe das einfach für euch entschieden. Es wird einfach nochmal Tolino Story Days geben. Gern geschehen. Aber es gibt ja nicht nur aktuell irgendwelche Events der Neuerung. Ihr habt auch einen neuen Tolino rausgebracht. Mhm.
Der war auch irgendwo, ich hatte ihn gestern schon mal in der Hand, als ich mit dem Blättchen durfte. Ich habe ihn schon gesehen. Er steht, das sollen wir ihn holen. Machst du Dinge? Ich stehe mal auf und hol ihn mal. Das wäre hier der, nicht wahr? Genau, der Tolino Vision 6, ganz neu. Gib ihn dir zum Auspacken, ich habe Angst, dass ich ihn auf den Boden werfe. Ich hole ihn mal raus und mache ihn mal an währenddessen. Mhm. Also er liegt auf jeden Fall schon sehr gut in der Hand und er hat Knöpfe zum Weiterklicken. Ich genau, wir haben, der lädt jetzt, startet jetzt gerade, der hat die Blättertasten, wie wir es beim Vision 6 auch schon kannten. Und das ist wirklich, der ist jetzt ganz, ganz frisch rausgekommen. Lass mich nicht lügen, ich sage mal Mitte Oktober. Und ist auch noch nicht so lange im Handel. Und was bei dem halt wirklich total cool ist, ist, dass der schnellste E-Reader, den wir bisher auf dem Markt haben, also der schnellste Tolino, der hat nämlich ein neues Display, das es schneller macht und vor allem hat er einen neuen Prozessor, der wirklich ratzfatz dann beim Umblättern ist und das ist total schön. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es gestern super angenehm. Es fühlt sich so ein bisschen wie so einen Schritt zurück an der Knöpfe dran zu machen im ersten Moment, aber was mir bei meinem E-Reader immer passiert, ich komme immer aus Versehen irgendwo auf den Touchscreen und er blättert weiter und es regt mich tierisch auf. Ja. Und da hast du das ja dann im Prinzip nicht mehr, wenn du es abwählst. Wir haben sogar die Story Days eingeblendet. Ja. Und man kann aber trotzdem natürlich auf dem Display noch drücken, nicht, dass das jetzt falsch rüberkam. Und das hätten wir gestern Abend mal zeigen müssen. Ja, wir haben überlegt, ob wir es einfach faken und Tolinos hier hinstellen, die schlafen und wir einfach uns hinterlegen, wo jetzt Steffi liegt. Das wäre ganz gut gewesen eigentlich. Genau. Ja, aber was ist denn, wem würdest du denn welchen Reader empfehlen? Weil es gibt ja unfassbar viele und ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich da einzufinden. Weil ich habe den Fünfer daheim und noch meinen ganz, ganz alten, ich glaube, der Shine 3 oder so, ja. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir sagen, der Page 2 ist so das Einsteigermodell für die, die noch nie Erfahrungswerte mit dem E-Reader hatten, weil er halt wirklich handlich ist, hat nur das, ist auf das Wesentliche begrenzt, hat auch ein Licht trotzdem integriert, was man gut gebrauchen kann. Aber das sagen wir so, ist das Einsteigermodell oder was auch gut für Kinder geeignet ist. Und ansonsten, ich persönlich mag den Shine 3 sehr, sehr gerne für, wenn ich unterwegs bin. Zu Hause lese ich total gerne auf dem Epos 2, weil der so einen großen Display hat. Das ist unser größter mit 8 Zoll Display. Das ist sehr, sehr angenehm. Und ansonsten ist der Vision 5, beziehungsweise der Vision 6 dann jetzt inzwischen, ja. Der hat 7 Zoll, ist also ein Zwischenschritt zwischen Shine 3 und Epos 2. Das kann man jetzt auch in der Größe ganz gut sehen. Genau. Ja. Also das hier wäre jetzt der Epos 2. Das ist der Epos 2, genau. Und der etwas kleinere, ich glaube, mir persönlich, für mich wäre der kleinere vermutlich besser. Der passt nämlich in jede Handtasche und ich lese halt E-Books meistens unterwegs, Das ist es. Das ist es auch, was wir mir gesagt haben, der Vision 6. Ja. Also der Vision 5 hat einen Nachfolger verdient mit dem Vision 6, weil das ist wirklich, die ganze Vision-Reihe ist sehr beliebt, aber da sprechen wir nachher in unserer Session zu E-Reader Insights auch nochmal ganz genau drüber. Ihr habt nämlich um 16 Uhr noch, das hast du ja schon angeteasert, eine Session. Was erwartet uns denn da? Also da werden wir zwei Gäste begrüßen dürfen. Einmal meinen lieben Kollegen Frank Bauer, unseren Leiter der Technik und absoluter E-Reading-Spezialist. Also wirklich alles, was die Entwicklung der Tolino E-Reader angeht, geht irgendwie über seinen Schreibtisch. Und er wird interviewt vom Jonas von Technik Insight. Jonas ist ein YouTuber, der völlig unabhängig wirklich Rezensionen über alle möglichen Technikthemen schreibt. Und die beiden werden sich über Tolino unterhalten und Jonas wird eure Fragen an Frank stellen. Er hat vorher schon mal ein bisschen rumgefragt, was ist so das, was euch interessiert. Und Genau. Also falls ihr irgendwelche technischen Fragen habt, vielleicht jetzt nicht an Julia, die ganzen Event-Fragen könnt ihr Julia jetzt stellen, alle Community-Fragen super gerne in den Chat schreiben. Falls es Technikfragen gibt, um 16 Uhr wird dann sozusagen Rede und Antwort gestanden. Und darf ich dich auch nochmal fragen aus persönlichem Interesse, was ist dein Highlight heute, abgesehen von der Session um 16 Uhr natürlich? Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein er ist schon hier, deswegen wird er das jetzt vielleicht sehr amüsant finden. Ich sage immer, ich bin ein kleines Heizmädchen. Und ich freue mich sehr auf das, was Markus Heitz gleich vorhat. Ja, ich wusste nicht, dass er schon hier ist. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Bin sehr gespannt. Und ich habe auch gehört, dass es schon ein paar Fragen oder zumindest Kommentare im Chat gibt. Deshalb würde ich mal kurz an Steffi rüberleiten in deine gemütliche Ecke da hinten. Ja, ich freue mich sehr. Also der Chat ist wieder sehr aktiv und wir haben einige Tolino-Fans dabei. Es wurde nämlich auch die Frage gestellt, habt ihr denn selber einen Tolino? Und da kann ich auf jeden Fall hier mal sehr gerne Marjan zitieren, die nämlich sagt, ja, ich habe sogar drei, einen für die Handtasche, einen für die Arbeit und einen am Bett. Also das ist, glaube ich, so wie man sich seine Kundschaft wünscht. Viele anderen loben eben auch die klar auf der Hand liegenden Vorteile, nämlich, dass man in den Urlaub einfach so viel Lesestoff mit an den Strand oder ins Hotel nehmen kann, ohne dass man für Übergepäck zahlen muss. Also das ist auf jeden Fall
das, was hier hervorgehoben wird als Nutzen. Und auch in der Partnerschaft löst das so einige Probleme, denn das Licht, was man am Gerät hat, führt dazu, dass man seinen Partner nicht stört, wenn man noch ganz, ganz lange immer weiter schmökern möchte. Also wir haben viele Fans, aber wir haben zum Beispiel auch Jana, die sagt, nein, aber ich hätte so gerne einen. Und Jana, dann ist das Gewinnspiel vielleicht genau das Richtige heute für dich. Also auf jeden Fall fleißig mitmachen. Das war ein Spoiler, aber wir nehmen den Spoiler auf jeden Fall. Es lohnt sich nämlich dran zu bleiben über die Tolino-haften Inhalte, die du gestern angekündigt hast. Wer weiß, vielleicht reden wir noch drüber. Aber ich denke, das ist schon mal ein guter Teaser, um irgendwie den Leuten ein bisschen Lust zu machen. Und jetzt wurde gerade schon erwähnt, dass die Zuschauer das vor allem im Bett lesen. Du hast gestern ja auch gemeint, du liest vor allem auch gerne abends. Aber wo nimmst du denn Tolino so mit hin? Was sind so die Einsatzorte? Also den Epos 2, den habe ich wirklich komplett eigentlich zu Hause. Und da dann durch die gesamte Wohnung, Wohnzimmer, Bett, alles auch irgendwie. Fünf, so einen für jeden Anlass. Ja, so gefühlt schon. Aber ich sitze ja auch an der Quelle, das bietet sich dann irgendwie an. Und den Schein 3, den nehme ich wirklich, sobald ich das Haus verlasse, ist der in meiner Handtasche. Das ist gerade vor Corona, wo wir noch viel mit U-Bahn und so weiter unterwegs waren, da war der immer jeden Morgen, jeden Nachmittag. Und ich habe eine relativ weite Strecke, bis ich zu meinen Eltern komme. Die wohnen in einer ganz anderen Stadt als ich und dementsprechend, sobald ich im Zug sitze, ja, ab in den E-Reader. Jetzt natürlich auch auf dem Weg zu den Story Days. Selbstverständlich ist er dabei und wurde aktiv genutzt. Ja, nee, bei mir sind es tatsächlich auch, wie eben erwähnt, so die Urlaube, wenn man am Strand ist. Abends tatsächlich, ich habe immer das Gefühl, ich lese auf E-Readern schneller. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da, ich will nicht sagen, mehr in der Geschichte drin bin, aber irgendwie, ich lasse mich nicht so leicht rausreißen. Ja. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich ein technisches Gerät in der Hand habe und weniger zum Handy greife, ob ich mein Gehirn überliste, aber so ist das bei mir zumindest. Was sind denn Vorteile, die so ein Tolino für dich hat? Das soll ja sowieso kein Print gegen Tolino werden, das meinte ich ja gestern schon, das ist ja eher als Ergänzung auch gedacht. Aber was sind vielleicht Vorteile, die es trotzdem birgt? Also Steffi hat es gerade mit der Community schon ganz schön gesagt. Es ist wirklich das Smart Light, was unsere Geräte haben. Also die Beleuchtung, das ist ein absoluter Vorteil. Das ist wirklich vor allem, weil ich, wenn ich dann abends auf der Couch sitze und mir denke, okay, das Licht, das wandert zwar auch mit in der Farbintensität und auch in der Farbtemperatur, also entweder kälter oder wärmer, aber ich kann es dann selbst auch nochmal noch weniger hell stellen und es ist total angenehm. Und was der Vision 6 und Epos 2 haben, für alle, die gerne baden gehen, sie sind wassergeschützt. Das heißt, wenn die ins Badewasser fallen, gar kein Thema, einfach abspülen, trocknen lassen, weiter nutzen. Abspülen nach dem Badewasser. Falls sie noch nicht sauber sind, haltet sie einfach nochmal unter Wasser, spült sie ab. Genau. Bestimmt. Das war das, was ich meinte, mit, als wir auf der Messe waren und das lag so lange in diesem Aquarium und ich hatte sehr viel Angst um das Gerät. Nee, das hat überlebt. Ich würde es niemals provozieren, muss ich sagen. Ich hätte trotzdem... Ich habe eine Freundin tatsächlich, vielleicht sieht sie jetzt auch gerade zu, die hat mir irgendwann mal erzählt, ja, aber wieso? Der Tolino ist doch wassergeschützt. Ich lege mich in die Badewanne, lasse den Tolino bis zur Hälfte im Badewasser versinken und das Gerät funktioniert einwandfrei. Sie liest so in der Badewanne. Ich dachte immer, das heißt wassergeschützt, ist wie beim iPhone. Das geht ja dann trotzdem, ich weiß nicht. Also ich dachte mehr so, wenn Missgeschicke passieren und er fällt mir in die Badewanne, überlebt er. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie tiefsee tauchen zu gehen, um einen Tolino zu nehmen. Keine Ahnung. 60 Minuten, 2 Meter. 2 Meter. Dann gibt es tiefsee tauchen nicht drin, aber baden wäre auf jeden Fall... Je nachdem, wie tief dein Badewanne ist. Nicht, ich habe keine Badewanne. Das heißt, ich könnte es mit in die Dusche nehmen, aber ich glaube, ich würde es niemals riskieren, ihn so zu... Also ich weiß, dass er nicht geschädigt wird, aber es ist wie bei Büchern. Das hat ja trotzdem auch einen emotionalen Wert. Und was auch ein Vorteil ist, meine Oma mittlerweile ist überzeugt. Sie wollte nämlich nie. Dann wurden ihre Augen schlechter. Man kann den Text sehr, 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 sehr groß zoomen. Und es ist bei Büchern, es gibt zwar Bücher für Menschen mit schlechten Augen, wo dann irgendwie große Buchstaben drin sind, aber die Auswahl ist einfach sehr beschränkt. Und hier hat man ja dann quasi eine komplette Vielfalt und kann sich die Buchstaben so groß ziehen, wie man sie braucht. Das wäre für mich irgendwie noch so ein absolutes Argument. Und wenn selbst meine Oma das hinbekommen hat, zeigt, dass es auch einigermaßen leicht zu bedienen ist. Ja, vor allem hast du ja, du kannst ja zum einen die Schriftgröße verändern. Wir haben aber genau für solche Fälle, also gerade für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, auch einen Vergrößerungsmodus. Mhm. Der ist nochmal exklusiv, also unabhängig davon, dass man die Schrift generell groß machen kann, dann könnt ihr den anstellen. Da wird auch das ganze Menü viel, viel größer und es ist wirklich alles dann perfekt. Den haben wir zusammen mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband entwickelt. Das ist also wirklich getestet an Menschen, beziehungsweise mit Menschen, mit Menschen, die es betrifft. Das ist noch früh, wir haben nicht viel geschlafen. Seht es nach. Bitte. Ist okay. Kannst dir auch gleich einen Kaffee holen, ich verabschiede dich gleich. Aber ich würde gerne noch wissen, ob du auch noch ein paar Lesetipps hast. Jetzt haben wir so viel über das Gerät gesprochen, aber was würdest du darauf am liebsten empfehlen? Also ich jetzt gerade... ich mache es jetzt mal so, ich nenne jetzt mal niemanden, der heute hier ist. Das wäre auch unfair, glaube ich. Und deswegen, ich persönlich lese gerade sehr, sehr viel Tess Gerritsen.
Und gerade bei so Thriller und Krimi, die liest man ja meistens an einem Stück weg. Und das ist so, das kann ich jedem, der das mag, sehr ans Herz legen. Mhm. Falls ihr noch Lesetipps habt, könnt ihr sie auch sehr, sehr gerne schreiben. Ich muss sagen, mich hat gestern, ich lese selten so Weihnachts-Winterbücher, aber irgendwie hat mich das gestern abgeholt, weil ich unbedingt in Weihnachtsstimmung... Mit Stina Jensen, ne? Ja, und ich habe das Gefühl, wir kriegen nicht mehr so wirklich Schnee vor Weihnachten. Ich bin da nicht ganz so positiv. Deshalb, falls ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt sie auch sehr, sehr gerne. Ich empfehle euch jetzt keins, weil jeder weiß, was ich empfehlen würde. Deswegen, vielleicht hat Steffi auch noch ein paar Lesetipps. Ja, also tatsächlich kam das hier auch im Chat nochmal, dass man das auch super mit Kindern im Bett lesen kann. Und deswegen würde ich sagen, auch E-Books gibt es super für Kinder. Da auf jeden Fall in der Vorweihnachtszeit das ganze Angebot einfach mal schmökern. Ich glaube, das ist sowieso der beste Tipp, den man geben kann, sich einfach mal durch die ganzen Möglichkeiten, wo man seinem Buchhandel des Vertrauens einfach mal auch aufsuchen, auch mal in die Stadt vielleicht gehen, um eben sich beraten zu lassen. Das ist, glaube ich, ganz wertvoll. Das machen viele, glaube ich, nicht mehr. Aber auch das ist ja so ein schöner Vorteil, den man beim Tolino hat, dass da die Anbindung an den lokalen Buchhandel ist und man da auf jeden Fall die Beratung noch mitnehmen kann. Das finde ich sehr schön und das nutze ich auch immer sehr gerne, wenn ich vor Ort bin. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil man bei Tolino ja eben gerade, wie du meintest, zur Hugendube gehen kann, man kann zu Thalia gehen und sich dort einfach vor Ort, informieren und auch helfen lassen. Ich mache das bei technischen Geräten eh immer so. Ich bin da sehr kritisch, was so Online-Bestellungen angeht. Ich weiß nicht, warum ich da so eine Boomer-Mentalität habe. Aber tatsächlich hat man dann auch einfach einen Ansprechpartner, wenn mal was nicht klappt. Und ich finde, das ist total hilfreich. Und ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Tipps oder irgendwas, was du den Leuten noch so mitgeben willst? Also ich glaube, zum Tolino allgemein jetzt nicht, aber so allgemein, habt heute viel, viel Spaß beim Event. Jetzt ist ja die erste Session und das war so unser Wachwerden. Fühlst du dich wacher? Ich fühle mich wacher, okay, ja, doch, ja, ja. Ich ja, könnte wahrscheinlich auch 5 Kaffee trinken, wenn noch nicht richtig war. Es hat funktioniert, aber auf jeden Fall viel, viel Spaß bei allem, was jetzt noch kommt und wir sehen uns den ganzen Tag immer noch mal wieder. Ja, ich hoffe doch sehr. Und wie gesagt, für euch, also es geht jetzt direkt weiter. Ihr könnt aber auch jederzeit nach unten scrollen. Da seht ihr dann auch nochmal alles. Und dort könnt ihr euch dann auch in die einzelnen anderen Sessions reinklicken. Workshop-Links, wie gesagt, über die Links in der E-Mail. Und vielleicht nochmal kurz zu dem Listen-Part, wie man dorthin kommt, auch über Scrollen wahrscheinlich. Ganz genau. Auch einfach runtergehen in den Track, der euch interessiert. Draufklicken, bestätigen und ab auf die Ohren. Genau. Und falls noch nicht geschehen, könnt ihr euch auch noch für den Newsletter anmelden. Dann kriegt ihr nämlich Bescheid, sobald dann alles in der Mediathek verfügbar ist, falls ihr irgendwas nachhören oder schauen wollt. Und das gestern erwähnte Gewinnspiel mit Cornelia Funke und der Toskana findet ihr dann auch und könnt dort, ich glaube, man kann heute sogar noch teilnehmen. Heute noch, ja. Es lohnt sich aber, vielleicht erwähne ich das nämlich noch mal kurz, Cornelia war ja gestern da. Das heißt, falls ihr noch nicht für den Newsletter angemeldet seid, macht das jetzt schnell. Dann habt ihr nämlich die Chance, eine 2-tägige Reise in die Toskana zu gewinnen und ihr dürft Cornelia Funke auf ihrem Olivenhain besuchen. Und sie hat ja schon erzählt, wie es da so rund geht gestern. Das könnt ihr dann in der Mediathek auch nachschauen. Es lohnt sich. Ich bin sehr neidisch, nicht mitzumachen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, schon ziemlich. Schon ziemlich. Aber Steffi auch. Sie nickt. Ich glaube, wir alle. Und dann vielen Dank, liebe Julia. Ich sehr gerne. Hebe mich nochmal mit dir und bringe dich quasi weg. Du machst es dir weiter gemütlich. Ja. Sehr schön. Genau, danke schön, dass du da warst. Genau, und dann würde es gleich auch schon losgehen mit unserem ersten Autor. Wir wissen ja jetzt auch schon, wer es ist. Julia hat es ja schon ein bisschen gespoilert, dass schon jemand bereitsteht. Und zwar begrüßen wir gleich Markus Heitz und ich freue mich sehr auf gleich. Moin, mein Name ist Laura vom Kanal Laura's Garden of Books und ich darf Markenbotschafterin sein für Tolino. Lesen gehört zu meinen liebsten Hobbys. Ich mag es einfach, in fremde Welten abzutauchen, meiner Fantasie freien Lauf zu lassen und spannende Geschichten und Charaktere kennenzulernen. Ich habe mich als Markenbotschafterin beworben, weil der Tolino für mich ein sehr treuer Begleiter ist und aus meinem lesenden Alltag auch nicht mehr wegzudenken ist. Ich mag, dass er gut in der Hand liegt, dass ich meine Bücher immer bei mir haben kann und dass ich abends durch das beleuchtete Display im Dunkeln oder bei Kerzenschein ganz ohne Probleme lesen kann. Auch lese ich hin und wieder Bücher auf Englisch und finde die Übersetzungsfunktion vom Tolino einfach super praktisch. Dann verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß bei den Tolino Story Days. Tschüss!